So rum. Da ist Kap Isaki, Klesia Halbinsel. Okay, alles klar. Dann will ich mal gerade eben. Oh, hallo. Da war noch einer? Egal. So, das da jetzt ist die Klesia-Halbinsel. Vielleicht ist da noch irgendwo was. Das Blöde ist jetzt, es ist Tag, jetzt leuchten die nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt mal gerade eben ein Lagerfeuer entzünden. Habe ich noch Feuersteine? Das ist ein Leuchtstein, da ist Feuerstein. Bis abends. So, jetzt müssten sie ja wieder im gespenstischen Licht scheinen. In ihrem gruseligen, wie er es meinte. Oh je. Oh, ist der Mond. Ich befürchte nämlich, dass es bald wieder soweit ist. Für einen Blutmond. Kiste. Da ist der Mond. Und er ist nicht rot. Okay. Bist du ein Krog? Nein. Bist du ein Krog? Nein. Du bist ein Krog. Haha. So, wir sind jetzt am Kap Isaki. Ah, Entschuldigung. Hat gezählt, hat gezählt. Lass das liegen und stirb.
Was liegt denn hier? Ah, Gegner. Bleib einfach liegen. Bleibt einfach liegen, macht es mir einfach leichter. Was haben wir denn hier? Ein violetter Rubin. So, ist hier noch was? Nicht, 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 nicht. Was hat denn die Karte? Ich bin gerade auf der Klesia Halbinsel. Hier vielleicht noch ein Stück. Ne, auch hier leuchtet nichts. Und das sind keine Inseln, das sind Schwimmplattformen. Alle sterben. So, okay. So, aktuell sehe ich dann nichts weiter. Wir sind gleich zwei Kisten. Eine davon ist eine Mimik. Wenn direkt zwei Kisten nebeneinander sind, das kann nur eine Mimik sein. Normale Pferde, okay. So, ich gehe jetzt mal davon aus, ich hab, dass es wirklich wieder nur drei sind. Was leuchtet denn da hinten? Also, wir sind wieder in Angelstädt. Huch! Ich bin wieder in Angelstädt. Oh, jetzt bin ich aber extrem weit ab vom Schuss. Da, Schwertbananen. Huch. Sind noch mehr Schwertbananen? Schwertbananen sind super. Ich
bestes Rezeptbuch gibt. Du wirst ja wohl kein Krog sein. Oh, besser. Ein Bernstein. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Das ist da oben. Oh, die sind wirklich kaum zu sehen, wenn es nicht Nacht ist. So, ich habe ein drittes Teilfragment gefunden. Ich hoffe, es reicht. Ich finde nämlich kein viertes. Ja, hab ich. Faszinierend. Du hast sie alle gefunden. Yes. Dank dir habe ich jetzt gute Aussichten, eingravierten Text zu entziffern. Dafür werde ich einen Moment brauchen. Also bitte euch kurz um Geduld. Klasse. Dank dir weiß ich jetzt, was hier geschrieben steht. Und ich sag's dir nicht. Also mal sehen. Zwei Knie nieder, eins in ihre Seelen. Der Prüfung offen, Tor nicht zu verfehlen. Ich weiß wirklich nicht, was das bedeuten soll. Kann es wirklich so einfach sein? Da habe ich die Stelle aber extrem falsch gesetzt. Wow. Na? Da rumpelt's und pumpelt's von unten rum. Hui, was habe ich mich erschrocken? Der Atem zweier Seelen. Ich verstehe. Diese zwei Seelen waren in diesem Fall du und ich. Du hast es riesig gleich durchschaut. Wirklich beeindruckend. Oh, Seelenblick wandert immer wieder ungünstig zu diesem Schreien. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Nur zu, geh schon. Makaya schreien. Huch. So, das ist kein Segen. Wow, es ist tatsächlich auch noch eine Aufgabe. Schnelle Reaktionen. Okay. Was genau wird verlangt? Ah. Da war ja noch ein Tor. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Also machen wir das Ganze nochmal. Du.
Warum laufe ich nicht? Ich kann doch einfach hinlaufen. Für einen Königszweiner. Den nehmen wir doch gerne mit, nachdem wir gerade eben wieder eine Helle zerschrottet haben. So, da drüben dasselbe. Ah, ja. Da ist aber nichts zum Umlegen. Da muss ich selber die Kiste durchtragen. Und mich wahrscheinlich dort ducken. Ja, okay. Das war einfacher als auf der anderen Seite. Und es ist ein kleiner Schlüssel. Ich wusste gar nicht, dass ich einen brauchte, aber tatsächlich, hier ist ein Schlüsselloch. Ja gut, das war eine kleine, feine Aufgabe. Ping! Sag ich doch. So. Schauen wir mal, ob ich jetzt in Angelstädt noch einen Schrein finde, also eine Göttinnenstatue. Damit man wieder ein paar Herzen einsammeln kann. 3 Stück nämlich. Hey. Der Schrein leuchtet, wie schön. Du bist kein gewöhnlicher Reisender, oder? Jedenfalls bin ich froh, dass ich das Rätsel lösen konnte. Ich werde nicht die Nase in deine Angelegenheit stecken. Okay. Dann tu das nicht. So, das heißt... dieser Stempel war ziemlich falsch, dass er hätte rüber musst. So, und das da kann auch weg, da war nichts. So, schauen wir uns noch mal ein bisschen Angelstädt um. Die haben bestimmt eine Göttinnenstatue. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay, das bringt nichts. Okay, nächstes Haus. Hier sind auch nur Betten, sonst nichts. Oh, du hast die Quest. Hallo. Bist du auf der Durchreise? Das hier ist Angelstädt, ein kleines Fischerdorf. Mein Mann ist auch Fischer. Wir haben 2 Söhne. Zusammen mit der ganzen Hausarbeit komme ich den ganzen Tag lang nicht zur Ruhe.
Was soll ich noch zum Abendessen kochen? Ja. Ich liebe Paella. Ich hab's. Paella. Oh. Yippie. Leider fehlen mir noch Zutaten. Ich brauche Ziegenbutter und Maxi-Muscheln. Ich würde einkaufen gehen, aber es gibt im Haus noch so viel zu tun. Wärst du vielleicht so lieb und würdest die Fehlenzutaten besorgen? Ja klar. Wirklich, das freut mich. Ich warte hier auf dich.